Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 23. April. Die Jünger aber wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Johannes 21, Vers 4 und 5. Eine seltsame Geschichte. Die Fischerboote der Jünger näherten sich dem Ufer. Da ruft ihnen ein Fremder, der auf einmal am Gestade auftaucht, zu: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Kinder, sagt er. Ja, das griechische Wort, das im Grundtext steht, kann man geradezu mit Baby oder wenigstens Kleinkind übersetzen. Kindlein, ruft der fremde Mann. Er ruft es nicht in einen Kindergarten, sondern harten, rauen und sehr verdrießlichen Männern zu, die eben von einer erfolglosen Nachtschicht kommen. Kindlein, ist das nicht zum Lachen? Aber seltsam, die Jünger lachen nicht. Es ist, als ahnten sie schon, dass der Mann dort am Ufer ihr Herr und Meister Jesus ist. Und wenn er uns Kindlein tituliert, dann heißt das, wir sind auf dem richtigen Weg. Kinder sind hilflos und wir sind es auch. Wie sollen wir fertig werden mit den Problemen der Welt? Wie sollen wir fertig werden mit unseren Trieben, unseren Wünschen und Sehnsüchten? Wie sollen wir fertig werden mit unserem Leben und unserem Sterben? Und wie mit der Schuld unseres Lebens? Hilflos sind wir, und nur wer das erkennt, begreift, warum uns Gott seinen Sohn gesandt hat zum Heiland. Jesus sagt, Gott habe es den Weisen und Klugen verborgen und den Unmündigen offenbart. So ihr nicht werdet wie die Kinder, mahnt er. Dass er doch auch uns als Kindlein anreden möchte, weil wir vor ihm die Wirklichkeit unserer Hilflosigkeit erkannt haben und darauf auf ihn zueilen. Herr, öffne uns die Augen für die Wirklichkeit unseres Lebens. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.